Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Another Code R in der Recollection für die Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir JC Valley betreten, wurden böse attackiert und versuchen jetzt gerade irgendwie zu Richard zu kommen, um Sophia aufzuhalten. An unserer Seite ist Gina und wir fahren jetzt hoch in das letzte Gestock. Das letzte Gestock, was es noch gibt. Oh oh, das ist nicht gut. Lauf. Oh Gott. Ashley, get in the elevator. Okay. You're not getting away. Gina! I'm fine. Close the door. Jo, übertreib halt komplett, Sophia, Digga. Gina, are you okay? Yeah, just a graze. I got lucky. Schon wieder ein Bösewicht, der am Ende plötzlich eine Pistole hat. Das war doch bei Bill schon so. Oh, scheiße. Nur diesmal haben wir keinen Geist, der uns hilft. She's coming after us. She has a gun. What do we do? I press the emergency stop button. That'll stop the elevator. For now. This is the only elevator up. Let's see how she likes being stuck down there. Good thinking. Let's go. Ian's lab is 103. Okay, let's go. Okay, aber gibt's keine Treppen? Das ist ganz schön unsicher. Oh, und wir sind jetzt hier wieder oben drüber und draußen ist dunkel geworden. Ach du heilige Scheiße. Okay, let's go. Gehen wir erstmal in die Lounge 104, weil ich glaube, in 104 und 103 war jeweils noch ein Kranich. Und uns fehlen ja noch zwei, die letzten beiden. Ach cool. Das sind eine Menge Süßigkeiten. Kann man sich die einfach so nehmen? Ich erinnere mich, dass Papa mal erzählt hat, dass er immer Lust auf Süßes bekommt, wenn er bei uns auf Arbeit, wenn er bei der Arbeit viel nachdenken muss. Ja, das. What? Hey, was soll das ganze Cool Pop hier? War das Papa? Sie haben hier jede einzelne Geschmacksrichtung. Nicht mal im Automaten findet man so viel Auswahl. Stimmt, das Gelbe und das Dunkel. Doch. Aber das Gelbe gab es nicht. So, hier ist der Kranich. Gehen wir gleich zu. Nur noch mehr Zeitschriften. War ja klar, dass jeder hier eine Pause wissenschaftliche Magazine liest. Da ist eine schöne Lampe. Bisschen Kaffee. Bisschen Wasser. Okay. So, was hängt hier noch? Eco-friendly efforts. Wir forschen Tag und Nacht an Lösungen für Umweltprobleme. Die Verschmutzung des Sees ist definitiv eines dieser Umweltprobleme. Ja, in der Tat. Zur Feier vielleicht noch mal ganz kurz ein Kaugummi essen. Rot. Oh, lecker. Es schmeckt nach Erdbeere. Ich glaube, ich esse die jetzt einfach alle mal ganz kurz auf. Warum nicht? Lila. Wofür haben wir sie denn? Ah, schmeckt, wie es aussieht. Nach Weintraube. Was haben wir noch? Orange. Ah, süß, aber auch herb. Der Kaugummi schmeckt nach Orange. Das, ja, wer hätte das gedacht? Okay, wir haben noch Weiß. Zitrone vielleicht? Aha, der mysteriöse Geschmack ist Minze, sehr erfrischend. Oh, geil. Also quasi wie so ein Mentos. Nice, habe ich eigentlich noch was zum Trinken? Kann ich das eigentlich auch alles? Yo! Okay, sorry, jetzt muss ich mal ganz kurz Menü aufräumen. Mm, schön knusprig, so wie ich sie mag. Das ist ein Geschmack, mehr Salz, Pizza, irgendwie auch cremig. Ich mag es. Okay, was haben wir noch hier? Dörrfleisch. Bäh. Bäh. Habe ich einmal in meinem Leben gegessen. Nie wieder. Okay, dann haben wir noch hier Kekse mit Schokosplittern. Alles runter. Und sie wird nachher so kotzen. Knusprig süß, eine absolut befriedigende Kekserfahrung. Manchmal, wenn ich keine Kekse mit Schokosplittern habe, esse ich Schokolade mit Keksen. Das sind dann selbstgemachte Kekse mit Schokosplittern. Oh, sorry, ich finde es gerade irgendwie ganz witzig. Kekse mit Schokocreme. Hm. Creme ist richtig lecker. Ein rundum gelungener Keks. Ich glaube, das ist der perfekte Snack. Ah, was haben wir noch Feines? Oh nein, das war's?
Oh no. Na okay, aber dann essen wir halt zum Abschluss noch das hellblaue Kaugummi. Ach, meine Lieblingsfarbe. Oh, es kitzelt. Das Kaugummi schmeckt nach Limonade, das hatte ich nicht erwartet. Seht ihr, die coolste Überraschung zum Schluss. So, und darauf erstmal ein Kranich. Nummer 8 von 9. Eine neue Funktion des Dusk gescannt. Okay. Und welche ist es? Die mit dem Wasser? Oder was? Basierend auf der Forschung, die Sayoko hinterlassen hat, konnte ich eine neue Funktion für das DAS entwickeln. Jetzt kann es Wasseruntersuchungen mittels Fotoanalyse durchführen. Sayoko hat offenbar erforscht, wie aus bestimmten Lichtwellenlängen Informationen gewonnen werden können. Bis heute weiß ich allerdings nicht, welche Art von Informationen sie gesucht hat oder aus welchem Speichermedium. Dennoch hat ihre Forschung neue Ideen inspiriert. Ich habe mich gefragt, ob ich die Fotoanalyse auf solches Licht anwenden könnte, das von einer Flüssigkeit reflektiert wird, um die individuellen Substanzen innerhalb der Flüssigkeit zu bestimmen. Mit Hilfe der Scan-Funktion des DAS habe ich eine Technologie entwickelt, die in Wasser gelöste Substanzen identifizieren kann. Es ist ganz leicht, man muss nur ein Foto mit der DAS-Kamera aufnehmen. Die Scan-Funktion des DAS sollte ursprünglich Informationen in spezifischen Medien lesen, doch diese neue Funktion könnte es ermöglichen, die wahre Ursache der Verschmutzung des Sees vor 5 Jahren zu bestimmen. Ich frage mich nur, warum Sayoko überhaupt Informationen aus Lichtwellenlängen lesen wollte, doch ich fürchte, dieses Geheimnis wird noch einige Zeit ungelöst bleiben. Alright, läuft meine Aufnahme da hinten? Ja, richtiges Mikro ist auch an, oder? Sieht gut aus. Okay, sorry, wollte ich nochmal ganz kurz gegenchecken. Okay, dann fehlt es nur noch ein Kranich und zwar im Raum nebenan, Ians Labor, wo ich jetzt auch hin muss. Also, liebe Friends of the Family, hello there, Ian. Und wo ist Richard eigentlich? Wo ist unser Vater? Und wo ist Ryan? Oh Gott. Ian? Ian! Wake up! Are you okay? Gina. I was on a call when my door opened. It was Sophia. She knocked me out. Some chemical. And then we found you. Wow. Gina, you and Dr. Robbins were right about the leak. I still can't believe it was Sophia, and to think she'd attack Ashley. Did Dr. Robbins come through here? No, I haven't seen him. Woher weißt du das mit Ashley? That's funny. He told us he was coming to see you. Maybe he stopped by security to check things out. I hope he didn't run into Sophia. Das wäre schlecht. Sophia's armed. She shot at us. Are you okay? I'm fine, don't worry. I'm more worried about Dr. Robbins. I'm going to look for my dad. What? I'm worried about him. I'll head to the security office. I'll go with you. Gina, you rest up here, okay? Damit, wenn Sophia reinkommt, sie dich einfach erschießen kann. Ashley, komm mit. The security office is on this floor. Darf ich wenigstens noch mal kurz? Oder bin ich noch drin? Ja. Okay, weil irgendwo hier ist noch der letzte Kranich, lol. Wow. Sieht aus wie Pinky Rabbit, aber ganz aus Perlen. Wie cool, ist das komplett von Hand gemacht? Sowas habe ich früher nie gemacht, aber ich habe viele Leute gesehen, die es gemacht haben, auch in meinem näheren Kreis. Hier sind halb aufgegessene Donuts und der Behälter eines Lachsreisburgers. Der Mülleimer ist voll mit Verpackungen von Essen. Das würde Bob freuen. Oder wahrscheinlich tut's das sowieso. Musikplayer. Dieser Musikplayer hat sehr viel Speicherplatz. Da passt eine Riesenmenge Songs drauf. Ach, ich bin richtig neidisch. Irgendwann sollte ich mal fragen, ob ich auch einen so großen haben kann. Okay, wo ist der letzte Kranich? Irgendwo in diesem Raum versteckt schon wieder. Da. Nummer 9 von 9. Der letzte. Dann kann das Spiel jetzt wirklich nicht mehr so lang sein eigentlich, oder? I don't know. Verlässliche Kollegen und Kolleginnen. Alright. Klick und Nummer 9 von 9. Klick.
Von all meinen Mitforschern sind Ian und Gina die zuverlässigsten. Ian verfügt über den schärfsten Verstand im ganzen Labor. Allerdings hält er süße Snacks für gutes Hirnfutter. Ja, ich esse auch gern mal Süßigkeiten und ich weiß auch, dass Zucker in Maßen für unsere geistige Tätigkeit notwendig ist. Aber ich mache mir ernsthaft Gedanken um seine Zähne. Gina ist ausgesprochen ernst und kann sich extrem konzentrieren, wenn es um ihre Forschung geht. Doch mit der gleichen Intensität beleuchtet sie auch das Privatleben aller Menschen um sie herum. Sie hat mich jetzt schon mehrfach ermahnt, dass ich mehr Kontakt mit Ashley halten soll. Beide haben ihre Ecken und Kanten, aber sie sind herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wann immer ich in meinen Forschungen in eine Sackgasse gerate, bringen sie mich im Handumdrehen wieder auf Spur. Auf der Blood Edward-Insel war ich ganz allein gewesen. Die einzige Person, die ich damals überhaupt sah, war Bill und selbst ihn nur alle paar Monate. Zum ersten Mal seit Sayokos Tod vor 13 Jahren forsche ich wieder in einem Team. Es ist eine tief bewegende Erfahrung. Der Tag, an dem ich bei MJ Labs mit Sayoko und Bill geforscht habe, war der Beginn meiner Laufbahn als Wissenschaftler. An diese Zeiten denke ich gern zurück. Und das war der letzte seiner Gedanken, denn auch hier, na, da stand es jetzt gerade vollständig. Wir haben alle 9 von 9 in R und alle 14 von 14 in Two Memories. Und ja. That's it. Can we talk? Can we talk? Ich glaube, das war jetzt gerade nur so eine random Voice Line, weil eigentlich hat er gesagt, sollen wir dann mal zumindest im Deutschen. Okay. Hey, hier drüben. Jo, renn halt voraus, Digga, du bist ja so schnell. Kann ich hier rein? Seminar Room 102? Nee. Alright, dann nicht. Die Tür geht nicht auf. The gate in Sub-Basement 2 was the same. It's Sophia's. Give me just a sec, okay? Time to crack this puppy open. Can you fix it? Hmm. That's right. Ian was Greg's informant. Hmm. Hey, Ian. What is it? Do you know what caused the water pollution? Why would you ask me that? I know what caused it. You've been talking to someone named Greg Davis, right? What? Come on, Ian. Tell me. Why did you talk to him? The pollution is JC Valley's fault, isn't it? You really are your father's daughter. Can't resist a mystery. Greg was just as much my informant as I was his. What? What does that mean? We're helping each other. We each have our own reasons. I'm a special agent for... Let's call it an investigation service. What's someone like you doing infiltrating JC Valley? I was investigating the research being conducted here. There's something worth investigating here? The federal government certainly thinks there is. Wow. JC Valley's work with human memory is garnering attention. Also da würde ich auch sagen, das ist ein Fall fürs FBI, ja. The big question is if that research can be weaponized. We still don't have any definitive evidence. Oh, das hier, ja. The another. That does. The gate's open. Let's hurry to the security office. Alles klar. Ich würde trotzdem gern noch mal kurz gucken. Okay, nö, darf ich nicht. Darf ich hier rein? Ja, wenigstens das. Hier ist zwar kein Kranich mehr, aber ich kann mich mit dem Meetingraum ja trotzdem mal anschauen. Konferenztisch. Die Form des Tisches ist der Hammer, finde ich auch. Wenn ich bei einem Meeting an so einem Tisch sitzen würde, hätte ich bestimmt ein paar tolle Ideen. Ja, good point. Mehr Kaffee, mehr Wasser, ansonsten aber nichts Spannendes hier drin. Alright, bye bye. Ian, bitte warte auf mich. Ich will doch wissen, wo das Sicherheitsbüro ist. Das ist bestimmt an der Rezeption, die wir auf der Karte auch gesehen haben. Hier. Ich sehe ihn, er ist dort drüben. Oh, you don't say. Schwer zu übersehen. Oder meinst du Richard? Nee, oder? Nee. 24. August 2007. Ha, Empfangstresen. Da sind wieder die beiden. Das ist der Empfangstresen des Labors. Wegen Sophia
war es ein ganz schöner Umweg, hierher zu kommen. Boah. Hi. Oh. This is it. Oh Gott, da ist irgendein fieses Rätsel, glaube ich. Never mind. Doch nicht. Wir können einfach rein. Er hat sich hinter mich teleportiert, obwohl er gerade eigentlich schon reingegangen ist. Ah! Security Room. Oh Gott. Dad? Are you here? What the empty. Fuck? What the? Someone triggered a system error. This system is supposed to be secure. Who could do this? Doch nicht etwa Richard. Ian, where's my dad? I'll get the system back up and running. Use the security cameras to look for him. Ah, looks like we avoided a worst-case scenario. That's him. Oh, damn. Dad! Wie kann das sein? Error? There must be a hacker. But who? And from where? Wherever it is, they'll gain total control if I leave this station. Then you stay here. I'll go find my dad. No way, Ashley. It's too dangerous out there. But if we can stop Sophia in her tracks... Okay, lend me a hand. I have a plan to stop her. Then you can go rescue your dad. Take a look at the monitor on the right. Ah, wir sperren sie einfach in dem Büro ein, ha? Huh? Das wäre doch mal eine Idee. Hey. Was mache ich jetzt, Ian? Can we talk? Die Sicherheitsübertragung wird auf dem Bildschirm angezeigt, richtig? Bestätige als erstes Sophias Position. Verriegle dann die Tür zu diesem Zimmer. Verriegeln? Wie? Gibt's dafür einen Knopf? Ah, du musst nur das Zimmer auf dem Bildschirm antippen. Okay, schau mal. Hier kannst du die Sicherheitsübertragungen ansehen und die Türen verriegeln. Aber es scheint, als müsste das System erst noch vollständig hochgefahren werden. Wow. Oh, damn. Oh nein, das Bild ist ganz komisch. Das liegt an dem Hack. Ashley. Ashley, ich tue, was ich kann, um den Hack abzuwehren. Während ich dabei bin, finde du Sophias Tür und verriegle sie. Ich kümmere mich drum. Die roten Abschnitte sind die Kameraaufzeichnungen für jeden Raum. Der blaue Abschnitt ist die Karte. Wähle mit A eine Aufzeichnung, um die Anzeige zu vergrößern. Nutze die Aufzeichnung, um Sophia in ihrem Zimmer einzusperren. Die Karte zeigt, wo Stühle und Tische in jedem der Räume stehen. Sieh dir die Aufzeichnungen der Kameras und ihren Aufnahmewinkel an. Wähle dann mit L den Raum, in dem sich Sophia befindet und verschließe mit A die Tür. Okay, gucken wir uns einmal das hier an. Ein Stuhl, ein Tisch. Das könnte erstmal eigentlich nur der unten links sein. Das ist die Karte, ja? Wegen des Hacks sind alle Zimmernummern deaktiviert. Du musst dir die Karte und die Grundrisse genau ansehen. Die Aufstellung der Kameras und Tische sollte dir helfen. Okay, ich versuch's. Ja, es muss eigentlich der sein. Sieht gut aus. Ha, ich hab so viel. Oh, sorry. Passiert mir immer wieder. Great job, Ashley. That's one problem solved. Can you find my dad now? Sure. Dr. Robbins is in liquid memory storage on floor 3BF. Hold on, Dad. I'll keep an eye on things here. Good luck. Stell du bitte einfach nur sicher, dass Sophia eingesperrt bleibt, okay? Und dass Ryan nicht kommt, weil der macht mir Gedanken. Bin ich ja ganz ehrlich mit euch, ne? Alright, dann zurück zum Fahrstuhl. Ich will doch nur Fahrstuhl fahren. Klassiker. Alright.
Ich habe das Gefühl, dass Brian gleich kommen wird und mich aufhalten wird und mir irgendwas tun wird. Irgendwie mag ich ihn nicht mehr. Die Tür geht nicht aus. Sie muss wohl abgeschlossen sein. Magst du sie einmal mit dem Rasters öffnen? Naja, irgendwas ist doch da bestimmt noch drin in dem Seminarraum. Warum sollte der eine Raum hier verschlossen sein? Okay, erstmal wieder wahrscheinlich in Nummer 2. Weil der wahrscheinlich nicht durchfährt. Genau. Jetzt darf ich hier nochmal lang. Ja. Ich wollte gerade nochmal bei Gina vorbeischauen, aber Gina ist ja oben in der 103. Da gehe ich jetzt nicht nochmal hin, ne? Das machen wir nicht. Da ist alles umständlich hier. Warum kann ich in die 203? Ach so, ja, klar. Ich wollte gerade sagen, so, wie kann das denn sein, dass der Raum zu ist? Und warum ist sie überhaupt in ihr Büro gegangen? Egal, whatever. Soll sie machen, was sie will. Ich war runter. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Ich mach mal kurz meine Salzlampe an hier. Ah, schön. Ich mag die. So. Drittes Untergeschoss. Hier ist wieder das Dingsterbumster. Und hier müsste es zu Richard gehen. Dad! Hey, Bro. So, ich trinke mal kurz einen Schluck während der Sequenz. Lass euch nicht stören. Dad! Ashley? What are you doing here? Are you all right? You aren't hurt? I'm fine. What about you? I'm fine, but Sophia got the jump on me. Now I'm handcuffed. I'll get those handcuffs off you. Yeah. Okay, blub. Oh, das wird jetzt richtig schwer hier. Das finale große Schloss, von dem ich im letzten Part noch gesprochen habe, ist einfach hier. What the fuck? Aha, das war weird. What the fuck? Das ist äußerst interessant, was hier abgeht gerade. Runter. Zweimal links rum. So. Oh, das war's schon. Okay, ich dachte, es kommt noch eine Seite. Never mind. Yeah! Sind wir eigentlich im letzten Kapitel? They're off. Thanks, Ashley, but how did you do that? It's all thanks to the RAS. I had no idea the RAS could do things like that. So the RAS is loaded up with features, huh? Why did Sayoko program them in? Dad, I remembered something. I came to this room with Mom 13 years ago. What? She was arguing with Judd here. I'm pretty sure she was talking about the Another. What did you say? Sayoko was called here by Judd that day? Liquid memory is a storage medium for Another. Maybe Judd wanted to revive the Another project. So he called Sayoko for help? Dad? I'm glad you're all right. And I'm glad you're all right. I heard you were looking for me, so I came to the lab to find you. But Sophia caught me, I escaped, then I met up. It's been a lot. I'm kind of exhausted, to be honest. Someone said I was looking for you. Who? Ryan. Ryan? It's weird, though. Gina said she doesn't know any Ryan. Did you meet this person? Yeah, earlier today. He's helping Sophia. Huh? Do you remember on Blood Edward Island? Bill sent another source code to someone before he died. Right. That data was sent here to JC Valley. What? Once I realized this, I decided to take a job here. I've been trying to figure out who Bill was working with. What did you find?
just a lead. Bill was talking to someone named Ryan. Really? It has to be a different Ryan, right? He seems really nice. He knew about Mom. Ryan knew Sayoko? What is he after? If the another is still somewhere at JC Valley... Dad? What's the matter? There's something I want to show you. What is it? It's in my lab. Let's go. Okay. Es wirkt jetzt irgendwie so, dass in den ganzen Arbeit, also in der ganzen Zeit, seit er hier gearbeitet hat, er aber Ryan noch nie getroffen hat, weil auch er wirkte jetzt gerade so, hä? Wer? Was soll das denn? Was hat's mit dem auf sich? Ist er einfach nur eine Liquid Memory gespeichert in meinem Amulett? Oder wie darf ich mir das alles vorstellen? Irgendwie verwirrt mich das. Aber es gibt bestimmt eine ganz einfache Erklärung dafür. Nur keine, die ich habe. Wo war eigentlich der Ausgang? Ich erinnere mich da vom Sicherheitsbüro aus, da war halt diese Tür und die Rezeption, aber wo war eigentlich der Ausgang? I don't know. Ist ein Problem für wann anders. Okay, war das hier? Ja, sieht gut aus. They've got to be around here somewhere. Was denn? Finally. Here they are. What's that? Plans for a prototype another. I found them. Early versions of the another were made here? That's right. Your mother was working here at JC Valley when I joined. She was on a top secret project with Judd. They were making a prototype version of another. But there was a serious flaw, so it was shelved 15 years ago. I had no idea. It was the first time she'd failed as a researcher. After that, she reformulated her theory on another. And that became the research paper you two co-wrote? That's right. Do you recall seeing this sort of device here 13 years ago? Auf dem Thumbnail von Part 10 von dem ersten Teil. Wait here, Ashley. Okay? Mom. I did. I saw this another. So it's true. Sayoko came here 13 years ago because Judd called her in. This prototype was here, even though it should have been scrapped. What did Judd call Sayoko in for that day? Where was the prototype another being kept? I don't understand, Sayoko. Dad. You think you're so safe with me locked in here? Naive. Hmm? Not good. What's wrong? Someone's accessing top secret data. It must be Sophia. I gotta stop the data leak. I won't let her get away with this. Has stopped you in time. Sie erinnert mich immer noch ein bisschen an Quistis aus Final Fantasy 8 rein optisch, nicht vom Charakter. Amazing, Dad. All that's left is to copy the data to this disk and delete it from the PC. That's it. The data Sophia's after is safe on this disk. I'm glad we can keep it safe. Me too. It's the source code for the another. So that's the data Bill sent? I'll keep the disk on me, and I'll uncover the truth behind the another hidden in JC Valley. Right. All right. Let's meet up with Ian and Gina. Where are they? They should be waiting in the security office. Okay. Let's go. Oh. Ryan. Ist Ryan vielleicht eine KI in dem Programm,
von JC Valley. I don't know. Mhm. Dr. Robbins and Ashley are heading for the exit. He copied the data onto a disk and is carrying it in his pocket. Das ist mir alles zu mysteriös hier. Ich verstehe das alles nicht. Es ist ein bisschen hoch. Okay. Dann gehen wir nochmal den ganzen Weg hier durch. Oder den halben. Ich finde da das JC Valley-Dings ganz cool, aber ich fände es jetzt nicht so cool, wenn wir jetzt hier ständig von 1 nach 3 laufen müssen. Das fände ich eine ziemliche, naja, Spielzeitstrickung. Aber, weil ja doch jeder Stock irgendwie quasi gleich aussieht. Alright, ab ins Sicherheitsbüro. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wo ist denn dann der Ausgang eigentlich? Ist der vielleicht hier hinten? Hintner. Ja. Ein Aufzug an die Oberfläche. Ich muss mit Papa ins Sicherheitsbüro. Okay, gut, aber dann wissen wir schon mal, wo der Ausgang ist. Weil das, ich dachte vorhin, der wäre hier so an der Rezeption, aber da habe ich irgendwie nichts weiter gesehen. Aber jetzt hat sich dieses Mysterium geklärt, meine lieben Leute. Also ab ins Sicherheitsbüro zu Ian und Gina mit Richard und Ashley. Yeah. Sorry. Cringe. Hi. I'm back. Ashley, Dr. Robbins, I'm so glad you're both safe. Are you okay, Gina? I'm fine. I've been here with Ian. He told me you went to rescue your dad. Dr. Robbins! Thank goodness. Nicely done, Ashley. Thank you, Gina. Ian, thank you for helping Ashley. Where's Sophia now? She should be in room 203. She's not there. What? She's gone. Seriously, she's nowhere to be found. What? What do we do, Dad? We stay calm. This will all work out as long as we work together. He's right. Yes, we can do this. So, then, what's our strategy? You two stay hidden here. Keep safe. Ich mag das Lied gerade wirklich sehr, muss ich sagen. Und ich finde es schade, dass Elizabeth, Janet, Tommy irgendwie keine Rolle mehr spielen. Ich hätte mir gerade von, gerade bei Elizabeth, irgendwie noch ein bisschen mehr Aktion erhofft. Ashley and I will head out. We'll keep clear of Sophia. We'll take the elevator to the surface and call for help. Understood. Jean and I will hunker down here. Good luck, Ian. You're up for this, right, Ashley? Of course. After all, you're lost without me. Am I ever? I kind of surprised myself saying that. This whole thing is so weird. But maybe Indeed. Dad and I really do work well together. Let's get going. Right. We'll see you soon. Alright. Dann wäre jetzt der Plan, zurück an die Oberfläche zu reisen. Mache ich das noch? Paar Zeit. Ja, komm. Wir gehen nochmal hoch, gucken uns da nochmal kurz. Also wir fahren zumindest hoch. Wenn da keine Sequenz kommt, dann mache ich direkt Schluss. Wenn ein... Oh. Honestly, you two are more trouble than you're worth. I should just shoot the two of you and be done with it. But I was told to bring you in unharmed. Told by who? Who are you working for?
There's the day's most predictable question. How's this? Stay put. Try it again, and you'll have to be dragged out of here. Now give it to me. Give what to you? Let's not do this. I know what you have, Doctor. Hand over the source code. How did you... We saw through everything. And frankly, you saved me a lot of trouble. Ashley, the disc in your father's pocket. Give it to me. What? Do as she says, Ashley. I finally have it. Is it really that valuable? I guess you're not one of those smart kids, huh? There are people who would pay anything for this disc. So you're just in this for money? You got a job here. You lied to everyone and even got engaged to Elizabeth's dad? The amount of money that we're talking about, I'd do anything. Elizabeth could tell who you really are. That selfish brat. You're joking. Enough of this. Hand over the disc. Come here. What is this? Ah! Ashley, run! Get to the elevator! Hold on, Dad! I'll get help! Come on, hurry up. Am I there? Huh? Oh no. Is it busted? Why? Oh, what now? Ashley. That voice. I'm waiting for you. B0.5. What the fuck? A true scientist would analyze the situation and see. You don't stand a chance. Sophia! It doesn't matter what you do. You won't escape. Ashley's already made it out, calling the police. Don't worry, Doctor. I can get the data later. The another's already powering up. Ashley is what he's after. What? I really must hurry after her. I don't want to miss my chance. Farewell, Dr. Robbins.
Sachs. Sophia, how could you? Thanks. Thank you, Richard. You did well to keep the data safe. I'll leave Sophia to you, Ian. On it. Nehmt die Pistolen weg. Rex, someone was helping Sophia. What? Someone named Ryan. He's the one who told Ashley to come here. Did you say Ryan? Sophia said he's going after Ashley. He's going to use the prototype another. He'll get all the data. That can't be. I think I know what Sophia is after. You know what's going on? If you do, just tell me already. Why did Sayoka bring Ashley here 13 years ago? Why did she meet with Judd? The truth lies in the pendant Ashley wears. Okay, lass mal abzusehen. Genau hier warst du also schon mal in B0.5. You've remembered, haven't you? That day with your mother. Ryan. I've been waiting, Ashley. Damn, sorry, ich wusste nicht, dass die Sequenz jetzt so lange ist. Ich hätte es absehen können. Nach der Sequenz speichern, Part beenden. For you and the DAS. You can't trick me anymore. You're working with Sophia. And you were working with Bill, too! Working with them? No. You're mistaken. I needed them only briefly to fulfill my goals. They were mere tools. Easily manipulated. That's a terrible way to treat people. What are you thinking? What do you hope to accomplish by calling me here? Don't just stand there. Answer me! Please try to relax. Heightened emotions will cause your brain undue stress. And your feelings are not necessary in order to use the another. You're not making any sense. That just won't do, Ashley. Look into my eyes. Allow me to introduce you to Sayoko. What? Damn. Damit beginnt jetzt wahrscheinlich wirklich das letzte Kapitel. Okay. Ich würde dann gern mal den Part beenden. Das wäre, also eigentlich könnte ich das jetzt auch genau hier einfach machen. Kapitel 8, die Wahrheit der Erinnerung. Boah, ich habe irgendwie Angst vor sehr, sehr viel langer Sequenzen. Und naja, mal gucken. Huh? That can't be right. Is the elevator malfunctioning? It's not a malfunction. What is it? Richard, I have to tell you something known only to directors.
JC Valley has a secret lab. So that's where this elevator is now. Wait, is that where Ashley is? Let's go. Is this the lab? Yes. Ashley! The pendant. The another is active! The control room's over there. There's no one here. Then who's operating it? There's the pendant. Das System. It contains liquid memory. Liquid memory that belonged to Sayoko. The very data Judd deleted from her mind 13 years ago. It's what? Sayoko quit after Ashley was born. Judd demanded she return and continue her research, but she refused. So he stole her memories. And you waited until now to tell me? Synchronisierung mit Gehirnwellen der Testperson. Synchronisierung mit Gehirnwellen der Testperson erfolgreich. Externe Erinnerungsepisoden werden geladen. Externe Erinnerungsepisoden erfolgreich geladen. Externe Erinnerungsepisoden werden implantiert. Externe Erinnerungsepisoden erfolgreich implantiert. Who's operating the another? Wer steuert aus? I don't know. But Sayoko's memory data has been loaded into it. We need to shut it down. It's no use. This number's... I'm gonna go check on Ashley. Locked. Richard, the another is being used to overwrite memories. Sayoko's memory data is going to fully overwrite Ashley's. It's writing to her? Yes. Is such a thing even possible? Transferring Sayoko's memory data into Ashley's mind? Perfect memory transcription requires compatible DNA. As Sayoko's daughter, it's theoretically possible. What happens to the memories of the person being written to? What will happen to my daughter's memories? It's most likely they'll be lost. Ashley! This is going smoothly. We'll see each other soon, Sayoko. Oh, das gefällt mir alles gar nicht, was hier passiert. This place is so weird. What's this floating around? Okay, sehr gut. Da vorne ist Sayoko. Dann ist das doch ein guter Punkt, um den Part zu beenden. Ist ein fieser Cliffhanger. Ich denke, wir befinden uns sehr, sehr nah am Ende. Keine Ahnung, wie lang Kapitel 8 jetzt noch sein wird. Ich glaube, in Two Memories war das letzte Kapitel nicht so lang. Aber liebe Leute, hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht schon dem finalen Part, vielleicht auch noch nicht. I don't know. Bis dahin und macht's gut. Ciao, ciao.